Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Bürgerinnen und Bürger im Livestream. Es ist ein bisschen schade, dass niemand von Ihnen zur Weiterentwicklung des Gesetzentwurfs beigetragen hat. Einen Änderungsantrag von Ihnen habe ich nicht gesehen. Viel Kritik, aber ich denke auch so, wie er jetzt ist, kann der Landtag Nordrhein-Westfalen einen Meilenstein im Bereich der Transparenz setzen, wenn er den vorliegenden Gesetzentwurf annimmt. Denn der von unserer Fraktion eingebrachte Entwurf beruht auf der Adaption des Hamburger Modells eines Transparenzgesetzes, was von der Hamburger Bürgerschaft vor 2 Jahren einstimmig verabschiedet wurde. Das sind nicht Fragmente einer Initiative NRW Blick durch, Herr Bolte. NRW wäre das erste Flächenland, das sich zu dieser Art der Veröffentlichung von staatlichen Dokumenten und Informationen bekennen würde. Vielerlei unterschiedliche Vorstöße, mehr Transparenz in staatliches Handeln zu bringen, kann man in der ganzen Bundesrepublik beobachten. Im rot-grünen Koalitionsvertrag ist dies auch festgehalten. Allein in der Ausgestaltung unterscheiden sich die Vorstellungen gravierend. Ich habe auch den Eindruck, dass wir immer bei verschiedenen Anhörungen gewesen sind, weil ich würde jedem empfehlen, die Protokolle der Anhörung mal durchzulesen, und dann kann man noch eine ganze Menge andere Zitate daraus ziehen als hier genannt worden. Denn die Anhörung hat gezeigt, dass es einen breiten Konsens bei der Einführung eines Transparenzgesetzes in NRW geben kann. Aber kann. Es gibt auch Knackpunkte. Zum Beispiel ein Knackpunkt war die Einbeziehung der Kommunen. Das war ein sehr wichtiger Punkt, weil unsere Entscheidung, die Kommunen pflichtig in das Gesetz einzubeziehen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Sie ist der Tatsache geschuldet, dass genau dort in den Kommunen die Politik beim Bürger ankommt und wir hier in Nordrhein-Westfalen einen sehr hohen Kommunalisierungsgrad haben. Zur gleichen Einschätzung kam übrigens auch der besonders von den Grünen, von Ihnen, Herr Bolte, so gelobte Entwurf der Initiative NRW Blick durch. In diesem Bündnis von Mehr Demokratie, Transparency International und dem Bund der Steuerzahler haben sich die Initiatoren auf ein offenes Verfahren geeinigt, den Entwurf zu diskutieren. In weiten Teilen kommt man dabei zu übereinstimmenden Ergebnissen mit dem von uns vorgelegten Entwurf. Besonders einig ist man sich darin, dass bei einem entsprechenden Gesetz die Kommunen pflichtig zu berücksichtigen wären. Und die Vorbehalte der Kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung in Bezug auf die möglichen Kosten hat Herr Bolt im Innenausschuss und eben auch noch mal aufs Tableau gebracht. Aber an der Stelle muss ich mich wirklich wundern. Sind es nicht die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, die dort einen Gesetzentwurf eingebracht haben zum Transparenzgesetz in Mecklenburg-Vorpommern? Darf ich doch den Punkt Kosten einmal zitieren, mit Erlaubnis der Präsidentin? Den laufenden Kosten für die Umsetzung der Veröffentlichungspflicht und den Betrieb des Informationsportals stehen Einsparungen aufgrund der wegfallenden Antragsbearbeitung gegenüber. Einmalige Kosten für die Implementierung des Informationsportals sind im Landeshaushalt 2014-2015 zu berücksichtigen. Ende des Zitats. Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits im letzten Jahr haben wir mit unserem Antrag Open Data endlich in NRW einführen, Landesregierung muss einheitliche Open Government Plattformen fördern, Strukturen schaffen und Kommunen unterstützen, die Einbeziehung der Kosten in den Landeshaushalt gefordert. Ich denke, wir sind ein ganzes Stück ehrlicher und sind auch bereit, Landesmittel für diese wichtige Aufgabe zur Stärkung der Demokratie bereitzustellen. Kein Pirat will die Kommunen bei der Einführung von mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger allein im Regen stehen lassen. Und Frau Korte, zu Ihrem Einwurf von Herrn Lehnert, dass er mit dieser 0,01 Stelle, was es kosten könnte, halt in den Kommunen die Transparenz umzusetzen. Das hat Kosten, wir haben es hochgerechnet, von 18 Millionen Euro würde das beanspruchen. Ich denke, das ist etwas, was an die Transparenz im Land wert sein muss. Sollte aber dies für die anwesenden Fraktionen nicht ausreichend sein, dann ist hier jedem freigestellt, sich auf den dritten Teil des Konnektivitätsausführungsgesetzes NRW zu berufen und die Landesregierung aufzufordern, eine entsprechend konkrete Kostenfolgeabschätzung in Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden vorzunehmen. Dann können wir in eine dritte Lesung gehen, um die dann neu gewonnenen Erkenntnisse einzuarbeiten. Stellen Sie also bitte diesen Antrag. Das wäre Arbeit an der Sache, unabhängig vom Antragsteller, aber dazu ist hier im Hause ja leider niemand fähig. Wir stellen also diesen Gesetzentwurf heute abschließend zur Abstimmung.
mit einem Änderungsantrag zu den in der Anhörung zu Recht kritisierten formalen Punkten. Damit ist dieser Entwurf verabschiedungsreif. Allein der politische Wille zur Transparenz muss bei den Fraktionen gegeben sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte um Ihre Zustimmung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die eine offene und transparente Verwaltung in Nordrhein-Westfalen verdient haben. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Bleiben Sie bitte gleich am Redepult. Ja. Der Kollege Bolte hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet. Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Also, Herr Kollege Herrmann, ich muss schon sagen, zunächst mal, es ist bemerkenswert, dass bei einem Thema, einem Gesetzentwurf, wo man eigentlich sagen müsste, das ist das Kernanliegen der Piraten gewesen, als sie hier reingekommen sind, dass nicht mal die Hälfte ihrer Fraktion bereit ist, hier mit Anwesenheit ihr Bemühen um einen Gesetzentwurf zu honorieren. Zweiter Punkt. Sie haben sich nach wie vor, und das haben wir in der haben wir in den Ausschüssen immer kritisiert, Sie haben es sich auf dieser Metaebene gemütlich gemacht. Alle sind da irgendwie einer Meinung, dass es ein solches Transparenzgesetz braucht. Wir auch, das habe ich umrissen. Aber Sie sind an keiner einzigen Stelle konkret auf das eingegangen, und das werfe ich Ihnen tatsächlich vor, was Ihnen die Sachverständigen gesagt haben, was Ihnen die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen in der Ausschussberatung gesagt haben. Und das ärgert mich ganz einfach, dass Sie an dieser Stelle nicht ordentlich arbeiten, nicht ordentlich arbeiten wollen, so muss ich es interpretieren, und deswegen dieses Thema dermaßen vor die Wand setzen. Also, Herr Bolte, ich kann nur sagen, dass unsere Initiativen, die wir gebracht haben zu diesem Thema, reihenweise abgelehnt worden sind. Wir sind diejenigen, die hier vor die Wand laufen. Die Politik der ausgestreckten Hand haben wir uns ehrlich gesagt auch anders vorgestellt. Alle Initiativen zum Thema Transparenzgesetz, Open Government, Open Data werden hier abgeblockt. Die Protokolle liegen vor, da muss man nur reingucken. Ich habe es mir hier anders vorgestellt. Ich hoffe, wir können die letzte Zeit, die letzte 2,5 Jahre hier bis zum Ende der Legislatur auch noch was daran ändern. Ich würde mich freuen.